So. Ups. Ich weiß, ich bin kein Fan von Deutschland. Ich weiß nicht, wie gut man die Musik hört. Aber. Bedingt. Bedingt. Das ist okay. Sie soll nämlich zu laut sein. Wenn das passt. Gut. Ich merke, dass Musik da ist. Aber das ist ausreichend. Reicht. So. Und es geht weiter. So. Ich zieh mal den Boden rein. Was war nochmal? P? Ich mach den Boden vom Gang mal schwarz, dass man weiß. Halt, nicht ganz. Schwarz mit einer goldenen Linie. Spiel hör auf zu rucken. Und die Mitte wird dann gelb. So, 1, 2, 3. Und jetzt nochmal außen entlang. So. Vielleicht passt der Winkel. Ne, das war zu viel. Passt der Winkel? Dumm. Nein. Doch nicht. Ne, ich versuch diesen idealen Winkel zu nehmen. Zwischen auf dem Boden rumschruppen und Sicht. Derzeit schweißen. Ah, okay. Das ist, wenn ich über die Platte drüber schrub, dass es dann genau dann fertig ist in der Zeit, wo ich brauche. Ja, klingt nach einem Plan. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Glaube ich dir. Ich hoffe, ich habe die Farbgebung jetzt nicht versiebt hier. Ups. Okay, je mehr wir hier bauen, desto weiter geht meine Framerate in den Keller. Das ist ganz lustig. So, der Gang wäre fertig. Wait. Also, fertig mit Planen. Jetzt muss er noch zusammengeschweißt werden. Ach Gott, immerhin. Hm? Immerhin. Das ist ein Anfang, ja. Ne? Ist so. Vor allem, Kevin wird sich darüber schon genug Gedanken machen. Oder alle, vor allem ich, wenn ich das nächste Mal wieder Space Engineers mitspiele und merke einfach, dass ich die Map gar nicht mehr kenne. Gut, Map kennen. Oder die ganze Station, das ganze Projekt ja. Hier. Also die Station, wir haben sie noch nie wirklich erkundet, weil wie gesagt, die Station ist ja nicht von uns. Das ist ein Workshop. Gerät, Gedöns. Und irgendwie ist sie mit nicht viel Logik aufgebaut, aber trotzdem, es ist brauchbar. Und dadurch, dass die Station nicht als wirkliche Raumstation konzipiert ist, sondern als ist eine Station oder ein großes Schiff? Weißt du das jetzt? Ich würde es eher als Station definieren. Weil ein Schiff hat meiner Meinung nach oder meiner Definition nach Triebwerke. Ja, Waffen. Aber du kannst ja natürlich aus Blöcken für ein großes Schiff auch eine Raumstation bauen. Ja, klar, aber ich weiß jetzt nicht, ob es eben als großes Schiff konvertiert ist für das Spiel. Hier, ich hoffe, es ist ersichtlich, wo ich hin möchte mit dieser Farbgebung. Also ich denke nicht, dass das Ding als Schiff gedacht ist, sondern wirklich als feste Station. Ja, sie ist ja nicht fest, das ist ja das Problem. Du merkst doch, das Ding ist schief bis zum Geld nicht mehr. Theoretisch fährt fest. Okay, wir haben jetzt schon ungefähr die Hälfte von unserem Eisen dafür rausgeschrubbt. Ja. Was wir auch machen könnten, wäre die Station zu zerlegen, weil die ist ziemlich gigantisch und wir brauchen das nicht. Gar nicht eigentlich. Ja, gewisse Teile könnten wir abbauen. Das Problem ist nur, zum Beispiel, wir haben halt die Teile, die wir abbauen könnten, haben wir jetzt unsere Triebwerke dran gesetzt. Und die nochmal zu versetzen wäre grässlich. Würde ich lieber sagen, wir organisieren uns so irgendwo Eisen. So, den nächsten 1000. Was hältst du davon, wenn wir in einer vierten Stunde oder in 10 Minuten mal eine kurze Aufnahmepause machen? Das fände ich ganz ratsam, ja. Sonst ist mein Hintern komplett platt gesessen. Ich habe keine Stahlblatt mehr, ich muss jetzt warten, bis du... Wir können natürlich auch noch ein paar Objekte hier raus zerlegen, nehmen wir mal hier. Kannst du mal gucken, was du alles noch im Sendler zerlegen lassen kannst. Eigentlich nicht viel, das ist ja die Sache. Nächstes Mal ist eigentlich nur Ballos reingeschmissen. Sonst werden die automatisch zerlegt. Wir verbraten jetzt so viel Eisen, wie wir haben, und nächste Aufnahme, ich meine, wir haben jetzt bestimmt, lass mich kurz überlegen, 5 Folgen nur gebaut. Echt?
Ja. Ist gar nicht so lang vorgekommen, ehrlich gesagt. Doch. Und jetzt schauen wir mal, dass wir vielleicht in den nächsten paar Folgen dann dazu kommen. Ups, andersrum. Nein. So. Dass wir in den nächsten Folgen dann dazu kommen, noch ein paar Rohstoffe wie Eisen, Gold, Uran zu organisieren. Ich weiß gar nicht, wie es mit unserem Uranhaushalt aussieht. Dem großen Reaktor, der das Ganze hier betreibt. Könnte man bei Gelegenheit auch mal versetzen an einen etwas günstigeren Ort, zum Beispiel unter den Hangar oder so. Ja. Und im Boden vom Hangar dann eine Zugangsluke oder sowas machen. Haben wir echt dann noch genug Eisen, um das Bohrschiff fertigzustellen? Ja, das ist ein kleines Schiff, das braucht ja nicht viel Eisen. Das ja, bevor ich hier nicht das ganze Eisen da verbrate. Wenn nicht, fliegen wir schnell zum Asteroiden und holen nochmal Eisen mit einem Bohrer, also mit einem Handbohrer. Keine große Sache. So, der Weg wäre fertig. Man sagt so schön, der Weg ist das Ziel. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Du machst ja jetzt fast den ganzen Hangarboden alleine, während ich hier den Gang zusammenschweiß. Ja. Okay, mach weiter. Ist okay. Was denkst du, warum ich hier so oft hin und her fliege und Eisen hole? Geht mir ähnlich. Wenn ich den Part, wo du vorhin Eisenplatten geholt hast, ja. Stahlplatten, habe ich ja 1500 oder 2000 zusammengeschraubt. Ihr seht, es ist ein sehr ressourcenintensives Projekt. Und ich brauche jetzt nochmal die nächsten 2000. Aber ich meine, okay, jetzt habe ich auch keine mehr. Was soll man in Space Engineers machen, außer, was ist denn das da unten bitte für ein Schrott? Ich habe gerade eine Quelle für Stahlplatten gefunden. Die wäre? Wir sägen hier unten ein Stück von der Station ab, das total nutzlos ist, weil irgendwie nur ein großer Wasserstofftank, der an nichts angeschlossen ist, drin sitzt. Auch? Weil ich suche gerade deinen Namen. Hier unten, dieser Nüppel. Komm mal unter die Fläche. Die Fläche, die du gerade geschweißt hast, da unten drunter. Ach ja. Dieser Nüppel da, den braucht kein Mensch. Okay, ich bin dabei. Weil bis der Assembler das Ding, die ganzen Stahlplatten wieder. Stahlplatten kannst du so übernehmen, alles andere lässt du einfach auseinanderbauen. Bis der Assembler fertig ist, habe ich das Ding aufgelegt. Ja. Vielleicht sollen wir dann im Assembler erstmal nichts Neues anfangen. Die Innereien auch, bevor die davon driften, ne? Den Wasserstofftank hier. Ja, noch bewegt er sich ja nicht. Und vergiss das kugelsichere Glas nicht. Das braucht eigentlich sehr viel Rohstoffe. Deswegen nehmen wir das auch mal mit. Ich würde jetzt ehrlich gesagt nur mal das Eisen abbauen, weil die ganzen Stahlplatten. Dann fliegt aber das kugelsichere Glas davon, ne? Das ja gut, ich würde es so abbauen, dass das jetzt nicht wegfliegt. Sehr verschwenderisch. Aber dann könnte ich das Eisen, das ich hier abbaue, die ganzen Stahlplatten gleich wieder oben dann verbauen. Ja, das ist ja der Plan dahinter. Ja. Aber wie gesagt, denkt dran, dass nichts abbaut. Das wäre nämlich eine sehr große Verschwendung. Und während ich sie hier vor mich hinplapper, haut mir garantiert gleich was ab. Warte. Zieh das hier mal von oben runter. Du willst nicht glauben. Machst du gerade den Boden? Ja, gut. Ja. Okay, wunderbar. So, das. Wie wir da machen? Meine Third Person mein Inventar ist voll. Probieren. Oder fast voll. Jetzt hau ich wieder, wie gesagt, alle Teile, die wir nicht brauchen können, die keine Stahlplatten sind, in den Assembler. Der ist voll. Maxi, du musst die Stahlplatten aus dem Assembler nehmen. Komm gleich, Moment. Ich hab meine noch, dann komme ich. Ja, gut, dann fange ich schon mal wieder an zu verschweißen, weil dann ist ein Teil von meinem Inventar wieder leer. So. Man könnte das Ganze bestimmt ein bisschen ressourcenoptimierter machen, aber mittlerweile haben wir es mehr oder weniger. Und sobald das Bohrschiff fertig ist, werden wir im Überfluss leben. Was Material angeht. Ich hoff's. Ja, auf jeden Fall. Wenn du es nicht wieder nach 5 Minuten in irgendeinen Asteroiden reinsetzt. Und ja, das musst du dir jetzt auf ewig anhören. Ja, ich bin schon gewöhnt. Keine Sorge. Gut. So. Der Boden des Ganges ist fast fertig. Hier noch.
gestochen. Wenn man nicht genau weiß, wie man gerade sich bewegt, was passiert denn nicht? Keine gute Idee. Keine gute Idee. Oh, meine Energie ist gleich wieder leer. Und es geht weiter. Hurra! Das ist doch mal was. Ja, also bei mir ist jetzt noch zwei Reihen, die ich machen muss, wenn ich mit der hier fertig bin. Dann ist er mit dem Boden fertig, ne? Ja, genau. Außer wir müssen halt noch erweitern, was auch eine Möglichkeit wäre. Nö, das ist okay für den Anfang. Ich würde sagen, wir schauen mal hier nach der Wand. Das sehen wir mal raus. Wir brauchen nämlich keine gebogenen. Wir brauchen gerade. Wir brauchen gerade Stahlplatten. Bitte geht das noch alles ins Inventar. Ja, locker. So. Weißt du was? Hm? Ich versetz diesen Pfosten um eins nach rechts. Sprich, hier hin. Weil dann können wir das als Decke nehmen. Dann geht das direkt klar. Dann müssen wir da nicht nochmal extra irgendwie groß. Du musst Wände sagen, wenn du Hilfe brauchst, gell? Ja, meine Energie ist gleich leer. Aber ich will jetzt hier noch schnell fertig stellen. Ja, ich bin bei 44%. Ich bin bei 23. Von daher. Ich hab eher die Sorge, dass mein Jetpack leer geht. Dann kannst du ja notfalls noch hintere laufen. Mir ist das ja. Ist das die richtige Farbe? Mir ist das ja auf dem Eisplaneten passiert, wo ich dann nicht mehr weggekommen bin. Beziehungsweise nicht mehr ins Schiff reingekommen. Ja gut, Gott sei Dank gibt es ja hier noch die Selbstmord-Version. Oh nein. Oder auch Möglichkeit. Wir machen das jetzt ganz einfach. 2, 1 und fertig, Gott sei Dank. Sehr schön. Ich brauche jetzt noch kurz. Ich sehe, es kommt, ich kratze gleich ab. Ja, 19%. Schnell. Gerade so geschafft. Ich zoome jetzt mal ein bisschen raus. Machst du weiter? Ich glaube, es geht los. Nee, ich hab's gerade mit dem Anzug, der hat aufgehört, sich mit Energie befüllen zu lassen. Das braucht irgendwie ziemlich lange. Ja, das braucht auch ziemlich lang. Ich meine, die Akkus müssen aufgeladen werden, dein Handy ist ja auch nicht schlagartig mit. Dein Handy ist ja auch nicht schlagartig aufgeladen. Wenn doch, dann würde ich mir Sorgen machen. Es ist immer schlagartig leer irgendwie. Ja gut, das ist normal. Aber das ist normal. Das ist normal. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Farbton. Nee, die sind wahrscheinlich ein bisschen zu hell. Ich will nicht irgendwie 5 verschiedene Farbtöne. So, jetzt müsste es eigentlich passen, oder? Von der Farbe her, da sehen wir gleich. So, halt, hier ist der Welder. So. Ja, das sieht doch gut aus. So, die jetzt hier noch. Ich sag sehr oft so, ich weiß, es tut mir leid. Das ist aber dieser kurze Moment, den man braucht, um seine Gedanken zu sammeln, dass man im nächsten Satz dann nicht den größten Müll von sich gibt, den man je in seinem Leben gehört hat. Das ist ein bisschen. Ja, von bei mir relativ wenig, glaube ich. Das ist ein bisschen schwierig zum Teil. So, X. Weißt du was? Wir nehmen das hier alles als. Wir nehmen einfach die Stationsrand jetzt. Energie. Als Grenze. Dann wird das Ganze sehr übersichtlich. Beziehungsweise nicht so sehr, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Überlegt mal, wie das doof war. Ich will die Solarzellen nicht abbauen. So, versuchen da erstmal lernen. Davon was zum erhalten. Meinst du, wir wollen an den Hangarboden noch 2 Reihen dranhängen? Sonst kommt er mir so schmal vor. Ja, können wir gern schon machen. Gut, also dann noch 2 Reihen. Ja. Ups. Health ist. Wow, low health. Ich bin aus Versehen rückwärts irgendwie zu schnell irgendwo gegen geflogen. Jetzt ist low health. Ich lerne mal so lange mal den Assembler. Genau, drück mal auf Disassemble. Was ich jetzt auch noch schauen wollte. Oh, stimmt, das könnte ich auch machen.
jetzt machen wir das mal fertig hier. Tonk, 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 tonk. Dann können wir nämlich sogar die hier wieder raussehen. So, sehr schön. Machen wir drei hin und auf die dritte kommt dann die Wand. Machen wir das so. Das ist ein Plan, ne? In der nächsten Folge kann ja einer weiterbauen und einer kann genau. Eisen beschaffen. Ihr seht ja sowieso von uns beiden, was Sache ist. Ich hoffe, dass ich bis dann noch weiß. Das können wir. Wir können uns ja auch unsere eigene letzte Folge nochmal anschauen. Dann wissen wir ja auch, was wir für Müll von uns gegeben haben. Lieber nicht. Ich habe mir auch extra die letzte Folge nochmal angeschaut, um zu wissen, ob wir versprochen haben, dass wir irgendwas Bestimmtes machen, von dem ich nichts mehr weiß. Aber dem war nicht so. Dem war nicht so. Space Engineers ist übrigens das einzige Spiel, das wir am Stück aufnehmen, wollte ich mal so gesagt haben. Ja, hält man fast nicht für möglich. Aber ist echt so. Wir schaffen es meistens irgendwie. Na gut, ganz ehrlich, wenn wir einmal mal drin ist im Spiel, fällt einem gar nicht mehr auf, dass... Genau, da will man nicht alle 20 Minuten sagen, ey Leute, hört auf, was ihr macht und kommt zurück. Das ist so ein Spiel, genau. Da zieht man es durch, genau wie Minecraft noch. Minecraft nehmen wir noch ein Stück auf. Aber genauso ähnlich vom Prinzip genau. her. Von daher. Farmen, bauen, farmen, bauen. Die Spiele sind sich da nur, sehr dass ähnlich. Hier keine, nur, dass es hier keine fliegenden Schweine gibt. Stimmt. Obwohl, warte mal. Fliegst du gerade? Ja. Erwischt. Das lieber nicht. Erwischt. Weißt du was? Ich glaube, das wird relativ brauchbar, was wir hier veranstalten. Ganz ehrlich, ich hoffe. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich zwei. Ich opfer jetzt einfach mal zwei Solarpaneele. Ich opfer sie jetzt einfach. Sie müssen weg. Es tut mir leid. Habe ich alles mitgenommen? Liegt was davon? Shit, Maxi, komm her, schnell. Ganz schnell. Wenn du sagst, wohin, oder dein Name-Tag ist da. Genau. Da fliegt nämlich gerade das Solar-Gedöns davon und das ist echt ressourcenintensiv, deswegen schnapp's dir. Sehr gut. Ups. Sehr, sehr gut. Und wie üblich, alles was nicht Stahlplatte ist. Oh, der Rass hab ich auch noch. Ah, sehr schön. Die Solarzellen, weißt du was, heben wir die mal auf. Die mal nicht disassemblen. Die mal besser nicht disassemblen. Die können wir gut da reinpacken. Ha. Sehr schön, weil dann kann man hier... Die können wir dann notfalls auch wieder anderweitig aufbauen. Aber sonst müssen wir hier einfach nochmal von ganz unten hoch die Sachen ziehen. Die baue ich jetzt auch noch schon ab. Ich hoffe, dass alles ins Inventar passt. Okay, das Wichtigste habe ich. Und jetzt. Weiter geht's mit Bauen. Richtig, aber nicht mehr lange. Also, du sagst übrigens Bescheid, wenn die Folge zu Ende ist, gell? Die Folge, wann die Folgen zu Ende sind, weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, wann die Aufnahme zu Ende ist. Oder die meine ich ja. Die genau. Aufnahme. Das ist rechtzeitig mit Bauen aufhören und ich irgendwas Neues anfangen. Ich meine, was Neues anfangen jetzt? Du wirst dich wundern, was ich fertig bringe. Ja. Wenn ich mal in der Rage bin. Ja, das stimmt. Aber hier sind wir gewissen Einschränkungen unterworfen. Stimmt. Und ich wäre fast versucht, auch das Ganze hier noch hier rüber zu versetzen. Das machen wir aber. Hehe. Wann, Maxi? Ich schätze mal in der nächsten Folge. In der nächsten Aufnahme, oder? Richtig. Für euch die nächste Folge, Wait. Für uns die nächste Aufnahme. Ich will aber dieses Rohr, das da davon trudelt, noch einholen. Komm her. Gutes. Ha, ich hab's. So, schaut euch an, unser Werk. Ist das nicht wunderbar? Oh Gott. Arche Noah 2.0. So ungefähr, jetzt kommen wir wieder irgendwann.
Das ist einfach so gedacht, dass wir Schiffe hier reinstellen können. Der Hangar ist mit Sauerstoff versorgt, irgendwann vielleicht. Und wir können die Schiffe hier drin zusammen und auseinanderbauen, dass wir nicht immer im Raumanzug rumfliegen müssen. Aber ist eigentlich bei uns der Game Mode auf friedlich gestellt, dass keine Gegner hier vorbeikommen? Es sollte nichts vorbeikommen. Ja, okay. Aber apropos vorbei, diese Aufnahme für euch, die Folge, ist vorbei. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und damit bis zum nächsten Mal, bis oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.